Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Let's Go Evoli. Wir sind in der MSN und schauen mal, ob wir ein paar Trainer herausfordern können. Ich bin total im Pokémon-Fanat. Du auch? Natürlich, kleiner Knirps. Mal gucken, was du so hast. Show me what you got. Knirps Lime. Na dann. Mit deinem Mankey möchtest du angreifen. Na gut. Los, Schlück. Okay. Siedewasser? Siedewasser ist eine gute Attacke. Okay, ich bin froh, sie zu haben. Oh. Ja, okay, das war echt super. Okay, dann gib mir etwas Geld, du kleiner Knirps, damit ich Pokémon fangen kann. Mit Pokébällen. So was kann man hier nehmen. Ich nehme mal hier auch Items mit, ne? Ist doch kein Problem, oder? Oh Mann, ich Diebin. Ich bin ganz schön diebisch. Hallo. Meine Kinder und ich haben uns eine kleine Weltreise gegönnt. Oh, oh, oh. Eine kleine Weltreise. Aha. Kann man eine kleine Weltreise machen? Eine kleine Reise, aber doch keine kleine Weltreise. Psst. Ich bin ein Mitglied der internationalen Polizei. Ich bin Team Rocket dicht auf den Fersen. Gut. Dann viel Erfolg. Ah, hier geht's hoch. Moin moin, du Landratte. Ich arbeite als Steward hier auf dem Korn. Sag Bescheid, wenn ich was für dich tun kann, ne? Ich habe gerade versucht, so einen norddeutschen Dialekt zu machen. Das, ich glaube, das kann ich nicht so gut. Sehr gesprächig bist du aber nicht. Das klingt jetzt eher, keine Ahnung, bayerisch. Ich habe keine Ahnung. Oh, du Landratte. Oh, ganz viele Bären. Und Omelette. Ich bin so beschäftigt, dass ich nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Aber bitte stürm mich nicht. Möchte irgendeiner von euch Köchen mit mir kämpfen? Ich glaube nicht. Aber ein Item. Ich glaube, beklaue ich einfach mal, ne? Ist doch kein Problem. Wie die sich alle hier hin und her drehen. Das sieht so dumm aus. Das sieht doof aus. Schöne. Hier Tag ein, Tag aus Zwiebeln. Das ist nicht gut. Ich möchte in den Mülleimer vor dir gucken. Danke. Ich wusste noch aus Erinnerung, dass da was drin ist. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob Evoli da auch einen Hinweis dazu gegeben hat. Okidoki Loki, dann gehen wir mal eine Etage hoch. Ups. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist. Wir gehen erstmal runter. Ich will erst dann zum Ende beim Kapitän sein. Ich schätze, mein Kapitän ist eher oben als unten, oder? Das ergibt auf jeden Fall mehr Sinn. So, schauen wir mal, was es hier noch so für Trainers gibt. Aha. Aha, aha, aha. Möchtest du kämpfen? Nein, ne? Mein Partner Pokémon Mashok ist super stark. Es kann sogar ultraschwere Felsen. Mir nichts, dir nichts verschieben. Coole Sache, das Bro. Für einen echten Matrosen gehören Kämpfe einfach zum Alltag. Ja, ich bin ja auch ein Matrose. Look at me. Wie matrosig ich bin. Mein lieber Leonard. Mit deinem Fleckmon. Ich setze Schillock ein. Und dann kämpfen wir. Super duper spannend. Ich habe keine gute Attacke. Das ist irgendwie gerade doof. Deswegen wechsle ich. Wir können mal wieder bei Evoli sehen. Los, Evoli. Los, los, los. Show me what you got. Komm. Oh, oh Mann, ich dachte, wir könnten einen coolen Move sehen, wie es von uns runterspringt. Naja, egal. Was war das? Was war das? Heuler oder so? Oh. Nein, kein Doppelkick. Das wollte ich nicht. Ich wollte Biss einsetzen. Oh mein Gott. Die X-Augen von ihm, wenn man ihn trifft. Voll süß. Er schwächt meinen Angriff. Das ist ganz mal so gut. Die Augen von dem, ich liebe sie. Und er so blinzelt auch so oink oink. Super, danke. Oh, zurückgeschreckt. Dann machen wir das gleich noch einmal. Fast bald. Guck mal, was ist das so an, Evoli?
Der Kampf ist noch nicht over. Over, over. So, ja, jetzt noch einen kleinen Ruckzuck-Keep hinten dran. Und dann dürften wir die Sache eigentlich schon relativ gut erledigt haben. Ja. Oh. Ich mag Fleckmoll. Es ist einfach so ein riesiger Schwabbel. Ich stehe auf riesige Schwabbel. So. Ja, bitte. Eva? Anschauer, stets treffen auf Gegner und dann Bewegung. 60, 90. Nein, wir fallen super drüber. Mega High-End-Angriff. Nehmen wir das mal gerne. Weil 90 Angriff ist bei meinem jetzigen Fortschritt gar nicht mal so schlecht. Dieser kleine Hintern, der damit wackelt, der steht da gerade so voll drauf. Jetzt nicht so, dass es meine Sexualität hinterfragt, aber auf eine niedliche Art und Weise dafür. So, okay. Nein, ich bin nicht. Ich halte nicht viel von Sodomie oder wie man das bei Pokémon noch mal nennen mag. So, jetzt, wo wir merkwürdige Dinge geregelt haben, beklaue ich diesen jungen Herrn hier mal. Welcher höchstwahrscheinlich Elektro-Pokémon dabei haben wird. Okay. Dann werde ich mal. Wir nehmen mal wieder Schillock nach vorne. Langsam braucht er auch wieder Pikachu etwas Übung. Oh je, Mini. Du scheinst ein ziemlich lebhaftes Kind zu sein. Das gefällt mir. Oh Gott, jetzt wird's merkwürdig. Oh Mann. Okay, Igor. Mit deinem Magnetilo, darauf habe ich irgendwie gehofft. Deswegen habe ich ein Klutexu jetzt vor Nähe. Klutexu. Klutexu. Ibims, Klutexu. Wow. Das war jetzt irgendwie enttäuschend. Ich weiß nicht wieso. Das gefällt mir jetzt nicht so ganz. Aber okay, gut. Wir korrigieren das natürlich jetzt ganz kurz. So, schon besser. Meine letzte Pipse, ne, der hängt immer ganz kurz bei dem KP von den Gegnern. Das macht mich wahnsinnig. Da denke ich immer so, verdammt. Und dann so, aha, okay, hat doch geklappt. Und Onkel Texas Level 21. Man darf gespannt sein, wie es da bitte weitergeht. Und der Igor hat noch eins. Na doch, da kämpfen wir mal weiter. Hoffentlich wird es jetzt ein One-Hit K.O. Schließlich haben wir ein Level abgehabt. Das wäre noch fair. So, okay, und nochmal. Attacke! Genau das will Mama sehen. Oh, schön. Okay. Der Igor wurde besiegt. Oh nein, verloren. So läuft das Game, Igor. Igor. Wie man einfach. Oh, hier wackelt was. Oh, das ist bestimmt das Item, was wir eh schon sehen. Vor allem hier wackelt was. Ich meine, damit den Schwanz von Evoli, dass es ein Item aufspürt. Ups. Und ist es noch jemand online? Nein, irgendjemand. Vermutlich noch immer Martin. So, okay. Ein Item, schnell hin. Oh nein, ein Kampf. Auch Matrosen haben Pokémon an ihrer Seite. Natürlich, ich bin auch einer. Look at me, babe. Doch, Heinz. Na dann, show me what you got. Das sage ich sehr oft der Zeit. Tut mir leid. Okay. Das wird spannend. Wir schauen mal. Kratzfurie. Mal gucken, ob wir damit weiterkommen. Sonst müssen wir wieder tauschen. Okay. Das ist ganz okay, aber ich wollte gerade sagen, wenn eine Wasserattacke kommt, haben wir ein Problem. Und da ist die Wasserattacke und hier ist auch gleich das Problem. Gut, dann würde ich sagen, wir wechseln auf Pikachu. Pikachu braucht ohnehin ein paar EP. Also, los geht's. Also EP meine ich XP. Experience, Erfahrungspunkte. Oh, wie süß! Kleiner Dicker. Kleiner Dicker Erpel mit kleinen Stummelschwänzchen. Das ist so niedlich. Oh, Entern. Bist du sexy? So. Okay. So, okay. Und ein Level-Up für Pikachu. Das gefällt mir mehr, als es sollte. Das gefällt mir nämlich super duper mega gut. Und Donnerblitz. What? Jetzt schon? Wie geil ist das denn bitte? Hui. Da wird mir gleich ganz schwummerig. Was nehmen wir denn dafür? Das Schruckzuck-Keep wegnehmen? Nee, komm, nehmen wir Donnerschock. Donnerschock hat 40 Angriff und Donnerblitz, haltet euch fest, meine lieben Freunde der Sonne, hat
90! Leute, das ist super gut. Wir machen jetzt quasi mehr als doppelt so viel Schaden damit. Huiuiui! Da tut mir der Matrose jetzt schon ziemlich leid. Das wird nämlich jetzt ganz schön wehtun in den Augen. Damit meine ich, dass es ihn so blenden wird, weil die Attacke so hell ist. Ich habe nicht wirklich vor, seine Augen damit zu rösten. So, okay. Nicht, dass ich euch unterstellen würde, dass ihr das denkt, aber oh mein Gott, wie er guckt. Das ist eh total gruselig. So, komm. Okay. Okay, Pikachu, ich glaube, ab jetzt haben wir die magische Grenze, dass alles... Ich möchte nicht das F-Wort sagen. Das alles zerpflegenden Zerlegers. Ich möchte nicht in einem solchen Spiel das böse F-Wort sagen. Wir zerpflegen einfach alles. Ja, Mann! Los geht's. Oh, wie süß, dass Pikachu andersrum um den gelaufen ist. Das ist so niedlich. Ah, Pikachu, du bist so geil. Ich liebe dich. So, hier hast du eine Angel für mich. Bestimmt nicht. Du willst aber kämpfen. Hey, neue. Ich weiß ja nicht, ob du Pokémon aus dem Meer oder aus den Bergen einsetzt. Ich habe jedenfalls nur Pokémon aus dem Meer. Oh. Und ich habe ein Pikachu. Ja. Aber ich glaube, ich habe immer noch Clutexo vorne, was die Sache gerade ziemlich unpraktisch für mich gestalten möchte. Möge, tut. Natürlich. Clutexo, why? Ich habe vergessen, dass du vorne bist, weil ich gerade so krasse Pikachu-Action hatte. Das war unglaublich. Aber ohnehin braucht Shilluck eh noch ein bisschen Aufmerksamkeit von mir mit seinem laschen Level 20. Also in Anführungszeichen lasch. Ich finde so, Tauburga und Evoli sind so krass am nebenbei leveln. Tauburga habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mal in den Kampf eingesetzt und trotzdem levelt das uns allen davon. Ist es schon weg. Ups, Blubber wollte ich eigentlich gar nicht einsetzen. Naja, egal. Ist ja nicht schlimm. Ich werde nebenbei von einem Goldini fertig gemacht. Okay. Gut. Ich überlege, ob ich Tauburga auch aus dem Team nehmen soll erstmal. Ich weiß nicht, was ich stattdessen reintun soll. Ich tendiere eigentlich schon zu Nidorina wieder. Ich hätte gerne später einen Nidoqueen. Da brauche ich dafür auch erstmal einen Mondstein. Ha! Irgendwie habe ich im Mondberg keinen Mondstein gefunden. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr aufpassen sollen, ob Evoli mit seinem Schwänzchen wackelt. Also Kyoto. Naja, schauen wir mal. Wir sind ja, also wir können ja in absehbarer Zeit, whoops, nochmal zum Mondberg gehen. Beziehungsweise, wenn wir vielleicht auch schon Diktatunnel gehen, könnten wir eventuell auf der anderen Seite hier und da noch einen Mondstein finden. Wir schauen mal. So, sehr schöne Sache das. Okay, unter Albert hat ein Seeper. Na, Seeper finde ich eigentlich auch ganz nice. Ich hätte aber gerne für mein Endteam ein Lapras. So, Wassereis. Er steht total auf Eis-Pokémon. So Eis ist mit meinem Lieblingstyp. Obwohl ich Kälte überhaupt nicht mag. Viele hassen ja so Hitze über alles, aber ich hasse Kälte. Ekelhaft. Ich habe übrigens gerade auch. Ich sitze hier gerade und habe sogar meinen Schal von draußen um, damit ich nicht so friere. Ich nehme ihn inzwischen schon gar nicht mal in der Wohnung ab. Oh. Also, ich habe lieber irgendwie 40 Grad als minus 10. Wobei, außer es schneit. Wenn es schneit, ist wieder was anderes. Schnee ist okay, ich liebe Schnee. Viele hassen Schnee, besonders welche, die ein Auto haben, aber Schnee ist super. Und es ist derzeit so kalt, aber es schneit bei uns einfach nicht. Wenn einfach mal so eine verdammte Flocke, also wenn einfach mal das Wetter sich zu Niederschlag durchringen würde, wäre bei uns alles weiß. Jedenfalls glaube ich das. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Meteorologe. Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Der die Wettervorhersage macht. Genau das. So, ich lasse mal meine Pokémon kurz heilen. Wir hatten echt noch 10-mal Meteorologie. Oh Gott. Das ist ein schwieriges Wort, okay? Ich bin doof. Ich glaube, wenn ich das studieren würde, ich könnte das die ganze Zeit nicht aussprechen. Ja, von welcher Fakultät kommen Sie denn? Ja, ich studiere Meteorologie.
Meteorologe. Oh Mann, ey. Und irgendwie, ich habe mir Räucherstäbchen gekauft. Und die Hälfte von den Räucherstäbchen, die ich gekauft habe, weil ich es gerade rieche, weil ich eins anhabe, ich habe die beim Müller gekauft. Und Leute, kauft euch bloß keine Räucherstäbchen beim Müller. Da sind so viele Parfüm- und Duftstoffe drin, das Zeug, das riecht nach Kloduft. Und dabei habe ich so unklo-dufthafte Düfte gekauft. Oh. Ich habe mir jetzt zum Beispiel sowas wie Adventszauber oder was habe ich denn noch? Bratapfel und so. Und das riecht einfach nur so stechend nach Chlorreiniger. Und dann denke ich mir so, what the fuck? Wieso? Ich muss auch Weihrauch, war okay. Sandelholz kann man meist auch nichts falsch machen. Guck ich mal, wie das so riecht. Ich habe ja auch noch Zimt geholt, weil ich liebe Zimtduft. Zimt, generell Zimt ist das Geilste. Muss ich doch ausprobieren. Ich habe mir schon nicht getraut, weil bis jetzt zumindest die Hälfte einfach scheiße gerochen hat. Wie wenn du wirklich irgendwo aufs WC gehst. Und deswegen habe ich so viel Angst, dass, naja, Zimt auch eklig riecht. Aber irgendwann muss ich mich meinen ekligen Duftängsten stellen. Wow. Wow, was ist denn hier los? Ich sollte vielleicht auch Kluklexo nicht so weit vorne haben, auf einem Schiff voller Matrosen und Angler. Meine ja nur, dass es vielleicht keine gute Idee wäre. Oh Mann, ey. So. Okay, der Rest seines Pokémon-Teams erhält ebenfalls Erfahrungspunkte. Oh, das war's für mich. Ja, das hat doch noch einen Carpadon. Das ist jetzt nicht so gut, weißt du? Ich habe übrigens gerade überhaupt nicht drauf geachtet, wo wir hingehen. Also ich habe so unterbewusst was laufen lassen. Irgendwie, ja, wieder auf den Zielang und so. Aber ich war gerade so mit Meteorologe und Räucherstäbchen in meinem Kopf beschäftigt, dass ich gar nicht drauf geachtet habe, wo wir hingehen, um Himmels Willen. Komm, wir nehmen trotzdem, auch wenn Pikachu jetzt so mega geil ist, nehmen wir mal Schluck nach vorne. Und Tauboga, es tut mir leid, aber wir haben kein Foto für dich. Ich nehme dich mal erstmal aus meinem Team. Weil ich Bock auf Nidorina habe. Den Team hinzufügen. Sorry. Sorry, ich habe kein Foto für dich. Raus mit dir. Germany's Next Super Pokémon Team. So, und eine Bleber. Habe ich auch noch nicht gebraucht. Aber wobei, es wurden auch schon Pokémon von mir besiegt. Aber ich rede schon wieder wie ein Wasserfall. Das ist ganz furchtbar. Es tut mir leid. Ich sag da mal, ich glaube, die Folge geht jetzt schon fast eine halbe Stunde. Kann das sein? Um Himmels Willen. Ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, you made it's played. Let's go, Evoli. Wir werden in der nächsten Folge dann hoffentlich endlich den Captain finden. Um Himmels Willen. Das dauert schon viel zu lange. Ciao.